Guten Tag, wir sind bereits bei Teil 4 unserer Vorlesung Evolutionsbiologie im Corona-Jahr 2020 angekommen. Wir sprechen heute über Evolutionsbeweise und Darwins Dilemma. Ich werde Übersicht hier geben über die Seiten 43 bis 70 dieses Evolutionsbiologie-Buchs, das wir diesen ganzen Präsentationen zugrunde legen wollen. Erster zentraler Punkt. Darwin hat nicht etwa eine einheitliche Theorie zur Evolution der Organismen publiziert. Ein ganz großer, fataler Mythos. Er hat in seinem Artenbuch über den Ursprung der Arten, erste Auflage 1859, sechste und verbindliche Auflage 1872, danach war das Interesse an diesem Buch fast schon erloschen, es gab keine Neuauflagen mehr. Dort hat er im Grunde fünf Theorien formuliert. Und diese fünf Darwinschen Theorien sind hier dargestellt, eingezeichnet in seinen berühmten Stammbaum auf Seite 40. Es geht also um die folgenden Sachverhalte. Erstens, Evolution im Sinne einer Abstammung mit Abänderung oder im Sinne eines Verschiedenwerdens der Populationen unter begrenzten Selektionsbedingungen, sich ändernder Umwelt im Lauf der Generationenabfolgen. So kann man Evolution definieren. Diese Evolution erklärt als Konzept ganz, ganz viele Naturphänomene, während der Glaube an Schöpfungsakte des biblischen Gottes alles und somit nichts erklärt. Das ist also die erste darwinsche Theorie. Evolution hat stattgefunden, dauert an, ist eine Tatsache. Geglaubte Schöpfungsakte erklären alles und somit nichts. Zweitens, Konzept der gemeinsamen Abstammung. Darwin hat spekuliert, dass alle komplex gebaute Lebensformen irgendwann mal aus Urtypen hervorgegangen sind, vor Jahrmillionen. Und von diesem einfachen, bescheidenen Anfang hier, from so simple a beginning, ne? Ein Zitat aus der Zusammenfassung seines Hauptwerks, am Ende steht es, aus so einem einfachen Anfang haben sich alle komplexen Lebewesen herausgebildet. Drittens, Gradualismus. Die Lebewesen haben sich nicht in Stufen, sondern in kleinen, kleinen, kleinen Schritten, also graduell herausgebildet. Die Natur macht keine Sprünge. Dieses philosophische Prinzip hat Darwin hier seinen theoretischen Überlegungen zugrunde gelegt. Viertens, im Laufe der Jahrmillionen kam es zu einer Vervielfachung der Arten. Die Arten Formen haben zugenommen. Fünftens, die natürliche Selektion, also Auslese der besser an die jeweilige Umwelt adaptierten Variante, war die entscheidende, aber nicht einzige Triebkraft dieses Artenwandels. Ein ganz wichtiges Zitat von Darwin. Sodass also Natural Selection, natürliche Auslese, neben der sexuellen Selektion, auf die ich noch zu sprechen kommen werde gleich, von Darwin als zentrale, aber nicht alleinige Triebkraft der Artentransformation angenommen worden ist. Es wird immer wieder die Frage gestellt, hatte Darwin recht? Die Antwort lautet im Prinzip ja, im Detail
sind Schlussfolgerungen von ihm natürlich revisionsbedürftig. Aber genau das macht ja exakte gute Wissenschaft aus. Schauen Sie, wenn Sie den Begründer der Homöopathie, die nach dem Grundsatz verfährt, nichts in reinem Wasser gelöst, wirkt besser als reines Wasser, in dem nichts gelöst ist. Denken Sie mal den Satz durch. Versuchen Sie das mal logisch zu erfassen. Sie werden verrückt. Weil man nämlich diesen irrsinnigen Satz gar nicht verstehen kann. Würde man also den berühmten Herrn Hahnemann heute über Homöopathie prüfen, würde er die Prüfung bestehen. Das ist nämlich ein Glaubenssystem. Das hat sich bis heute nicht verändert. Würde man Darwin zu einer Evolutionsprüfung einladen, wäre das ganz peinlich, weil er nämlich die heutigen Begriffe gar nicht kennt. Genotyp, Phänotyp, Phylogenese, Ontogenese, DNA. Ja? Selbst der Begriff Mutationen kam später auf. Aber das macht ja gerade die gute, echte Wissenschaft aus. Deshalb ist Evolutionsbiologie eine Wissenschaft. Weil Darwin eben im Grunde richtig lag auf dem Gebiet, aber viele Dinge in drastisch modifizierter Form heute weiterentwickelt worden sind. Wäre alles, was Darwin gesagt hat, heute so gültig wie damals, dann wäre es wie die Homöopathie ein politisch korrektes, aber irrationales Glaubenssystem. Gemeinsame Abstammung hat sich bewährt, wunderbar. Gradualismus, mal so, es gibt also durchaus Phasen in der Evolutionsgeschichte, werden wir noch sehen, wo Umweltkatastrophen rasche Artbildungsprozesse hervorgebracht haben. Rasch heißt immer in Jahrtausenden. Vervielfachung der Arten im Prinzip korrekt. Natürliche Selektion, ganz schwierige Frage. Im Prinzip ja, natürliche Ausleseprozesse spielen bei der Speziation durch geografische Trennung eine entscheidende Rolle. Und da kann ich auf 40 Jahre Speziationsforschung zurückgreifen, nämlich diese Stanford-Egel, die wir schon gesehen haben, die ich seit 2007 erforsche, also seit fast 15 Jahren. Das sind Beispiele für Artbildungsprozesse durch geografische Trennung. Und natürlich hat eine neue Umwelt, wenn also Populationen abgedriftet werden zum Beispiel, hat eine andere Umwelt, zum Beispiel wenn Gründerpopulationen dieser Süßwasseregel oder anderer Tiere in Bäche abgedriftet werden. Dann sterben die entweder ab, die Population, oder es kommt im Laufe der Zeit zu einer Adaptation, wobei die besser adaptierten zufallsbedingt überleben, Nachkommen hinterlassen. Also hatte Darwin im Sinne von geografische Trennung von Populationen, was man heute annimmt bei der Speziationsforschung, am besten belegt eigentlich, und dann herrschen neue Selektionsbedingungen, da lag er richtig. Ich muss aber dennoch klar sagen, dass bis heute, 2020, Corona-Jahr 2020, bis heute sind die exakten molekularen Mechanismen der Speziation. Also, warum haben sich zwei Egelarten zum Beispiel, das habe ich gerade mit einem Kollegen aus den USA wieder publiziert, in bestimmten Gebieten von Utah, wo man also in bestimmten Bächen, die geografisch getrennt sind, seit Jahrmillionen, unterschiedliche Spezies findet. Welche exakten Prozesse haben dazu geführt, dass diese Arten jetzt, stabile Arten, die nicht mehr kreuzbar sind, dass die herausgebildet worden sind? Um es kurz zu machen, die Speziationsforschung, die Frage nach dem Mechanismus der Artbildung, sind immer noch Gegenstand ganz, ganz vieler Untersuchungen und wir Biologen teilen das Gebiet auf. Ich bin immer auf dem Gebiet tätig, aber auf anderen Gebieten ebenso, Myxomyceten zum Beispiel. Und nur dieses Zusammenspiel von Wissenschaftlern weltweit kann auf diesem komplexen Gebiet noch wirklich Erkenntnisfortschritte
herbeiführen. Stammbäume und Definitionen. Es war der deutsche Darwin Ernst Haeckel, dessen 100. Todestag wir 2019 ja ausführlich begangen haben, der in seiner generellen Morphologie der Organismen diesen Ihnen bekannten Stammbaum publiziert hat. Da haben wir einen Haeckel noch da unten jetzt in den Pflanzen drin, kann man sehen. Und mit diesem berühmten Stammbaum, 1866 veröffentlicht, hat Haeckel erstmals erkannt, über Darwin hinausgehend, dass wir die Lebewesen in Animalia, Plantae, Protista unterteilen müssen, also Tiere, Pflanzen, Einzeller oder Protisten. Und es war Ernst Haeckel und eben nicht Charles Darwin, der erkannt hat, schon 1866, dass alle Lebewesen aus Bakterien hervorgegangen sind. Und diese Schlussfolgerung in der Form finden Sie bei Darwin nicht. Sodass wir also hier in Deutschland mit Ernst Haeckel einen Superstar der Biologie vor uns haben, dessen Leben und Werk nicht oft genug positiv dargestellt werden muss. Ich weise auch Attacken im Sinne von, das waren doch alles böse Rassisten, entschieden zurück. Wie wir noch sehen werden, hat sich die ganze Familie Darwin, der ganze Clan Darwin, schon der Urgroßvater, der Vater Darwin, die Kinder, immer ganz massiv gegen jede Form von Sklaverei und ungerechter Behandlung von Menschen ausgesprochen. Auch Haeckel war ein echter Freak, der im Grunde war ein Professor mit zwei Doktortiteln, absolut hochkarätig, hunderte von Veröffentlichungen, über 20 Bücher, dazu noch ein Künstler. Der hat sich eher mit Handwerkern angefreundet und hat mit den Leuten eben auch sehr nett kommuniziert, als mit irgendwelchen politisch geschulten Schwätzern. Das war ihm nämlich zuwider. Sie finden das bei fast allen großen Biologen, dass sie im Grunde lieber konkrete Dinge diskutiert haben, als sich in irgendwelche politischen Diskussionen eingelassen haben, die meistens deshalb zu nichts führen, weil die Ideologen, mit denen man dann in Kontakt tritt, nicht über unser spezifisches Wissen verfügen und dann Dinge verwechseln, verdrehen und einfach nur Peinlichkeiten von sich geben, wo der Biologe sich insgeheim an den Kopf greift. So, Tier- und Pflanzenzucht. Wir sind jetzt auf Seite 44. Ganz wichtiger Punkt. Charles Darwin hat als Biologe auch Tauben gezüchtet. Er war Mitglied in zwei Taubenzuchtvereinen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Taubenzucht, ne, ist doch was für Lieschen Müller, züchtet auch Tauben. Nein, nein. Charles Darwin hat aus diesen Befunden klar abgeleitet, wenn der Mensch aus Standardformen, also Wildformen, die relativ einförmig sind, aus Wildtauben, innerhalb einiger hundert Jahre so verrückte Lebensformen herauszüchten kann, wie sie hier dargestellt sind, bis hin zur Kropftaube, dann sind die Arten nicht konstant, sondern wandelbar. Das hat er übertragen auch auf die Pflanzenzucht. Wir haben hier die klassischen Beispiele: Wildkohl, Kohlsorten, Felsentaube, Taubenvarietät. Sodass also Darwin dieses Analogieargument, der Mensch schafft durch künstliche Selektion neue Umweltbedingungen, durch Kreuzung ausgewählter Individuen kreiert der Mensch im Grunde Lebensformen innerhalb von ein paar hundert Jahren, die sich vom Äußeren und von den Eigenschaften von den Vorfahren unterscheiden. Diese Analogiebetrachtung hat Darwin ganz massiv in seinen Büchern immer wieder herausgekehrt. Und da lag er genau richtig. Heute wissen wir, dass die künstliche Selektion, Hundezucht zum Beispiel, aber auch Zucht anderer
Nutztiere, ne, für den Menschen, dass das in der Tat Evolutionsprozesse sind. Weil im Grunde individuelle Genotypen, das heißt also im Grunde Freaks of Nature, ja, ausgewählte Individuen, die irgendwie anders aussehen, die werden künstlich gekreuzt und dann unter artifiziellen Bedingungen gezogen. Und das sind eben per Definition Vorgänge, die man mit Abstammung, mit Abänderung klassisch kennzeichnen können. Wir können auch genetische Unterschiede festmachen, sodass also Darwin im Grunde mit der Tier- und Pflanzenzucht ein Analogiebeispiel für seine große These formuliert hat: Die Arten sind nicht erschaffen, sondern wandelbar, und die natürliche Auslese der besser angepassten Formen in einem klaren Daseinswettbewerb, Struggle for Life, begrenztes Nahrungsangebot, dass diese Prozesse den Artenwandel herbeigeführt haben, bis hin zu den Artbildungsvorgängen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, entscheidend vorangetrieben haben. Also natürliche Auslese als Motor der Evolution, auch bis zum Niveau einzelner Arten. Ich komme jetzt zum Corona-Beispiel. Wir haben ja hier gesehen, dass der Mensch sich durch künstliche Zuchtwahl, Beispiel Tauben, im Grunde Arbeitstiere zur Sicherung des Wohlstandes geschaffen hat, und das eben von insbesondere von künstlich gehälterten Lebewesen, die man in irgendwelchen Laboren oder auch in Zuchtanstalten hält, dass von dort immer wieder Viruspartikel, also Virionen, also Teilchen im Größenbereich 100, 200 Nanometer groß, die aus einer Proteinhülle und einer Erbinformation, DNA oder RNA-Strang bestehen, dass die überspringen auf Menschen. Und das bezeichnen wir als Zoonosen. Und die Vogelgrippe war ein Beispiel. Es gibt andere, Schweinegrippe war ein Beispiel. Und die Coronaviren sind nach heutigem Kenntnisstand über diese Fledermaus-Zucht- und Forschungsanstalten in Wuhan über Bisse von individuellen, es können Tierpfleger sein, es können Forscher sein, auf Menschen übertragen worden. Wenn Sie immer eine Fledermaus in der Hand haben, habe ich selber schon ein paar Mal gemacht, werden Sie sehen, die sind extrem aggressiv und bissig. Also die zoonotische Übertragung von Viruspartikeln, mit denen wir eigentlich nie unter natürlichen Bedingungen in Kontakt kommen, ist ein Resultat der Domestikation oder Hälterung, Erforschung von Tieren. Da können Sie auch HIV-Viren und die Immunschwächekrankheit AIDS natürlich nennen. Es gibt ein paar andere Beispiele. Und all das sind natürlich Beispiele für Evolution in Aktion. Das ist doch völlig klar. Wenn Sie an einen gütigen biblischen Schöpfergott glauben, das können Sie gerne machen, das würde ich Ihnen nie abstreiten oder irgendwie, ich werde Sie auch nie angreifen deshalb, dann können Sie zum Beispiel die Zoonose, ja, SARS-CoV-2-Viren importiert über offene Grenzen, Globalismus, nicht nachvollziehen. Deshalb sind eben Kenntnisse zur Evolution der Organismen, wie wir sie hier vermitteln, ganz entscheidend wichtig, und die Politiker sollten sich da mal kundig machen, bevor sie mit klugen Ratschlägen, die nicht nur der Biologie, sondern auch dem gesunden Menschenverstand widersprechen, auf die Leute losgelassen werden. Ich komme jetzt auf Seite 46 zu den homologen Organen und dem Funktionswechsel. Wir haben schon gesehen, dass eben zum Beispiel die Vorderextremitäten von Landwirbeltieren bis hin zu den Walen, die eben als sekundär ins Wasser zurückgekehrte Großsäuger bekannt sind, ein klarer Beleg für die gemeinsame Abstammung der Wirbeltiere von amphibienartigen Urformen vor so grob 400 Millionen Jahren
angesehen werden muss. Wir haben rudimentäre Organe und Atavismen, ganz wichtig. Also zum Beispiel die nur noch als funktionslose Reste vorhandenen Hintersegmente beim Grönlandwal. Es gibt beim Menschen eine Fülle von Evolutionsbeweisen, die als Atavismen eben bekannt geworden sind. Ich habe hier in dem Buch ein paar Beispiele: Halsfistel, Schwanzfortsatz, überzählige Brustwarzen, Lanugo-Behaarung vorgeburtlich, Darwinscher Ohrhöcker und eben die sogenannten Wolfsmenschen, hier unten dargestellt. Das sind Personen, bei denen letztlich diese Lanugo-Behaarung nachgeburtlich erhalten bleibt, bedingt durch Entwicklungsstörungen. Um es klar nochmal klipp und klar zu sagen, Developmental Disorders oder die Entwicklungsstörungen sind völlig wertfreie Begriffe. Wenn ich also einen Mensch, der diese Lanugo-Behaarung trägt, charakterisiere durch vorgeburtliche Prozesse, die dazu geführt haben, dass das Haarkleid, was wir natürlich von unseren Vorfahren übertragen haben, übernommen haben, dass dieser Verlust des Haarkleides durch Entwicklungsstörungen beibehalten worden ist, dann sage ich nicht, das ist ein gestörter, schlechter Mensch. Das würden die politisch korrekten Ideologen sagen. Dann führe ich das ganz einfach auf biologische Sachverhalte zurück, um es nochmal klar zu sagen. Die Biologie ist eine weltanschaulich neutrale Naturwissenschaft. Und Politiker haben biologische Fakten zu akzeptieren. Wir Biologen haben nicht die Aufgabe, uns an politische Glaubensinhalte anzupassen. Da können wir nämlich die Biologie vergessen. Und ohne Biologie würden wir nicht hier sitzen und wohlgenährt hier die Vorlesung halten. Unsere gesamten Wohlstand, angefangen von der Ernährung über die Gesundheit bis zur Kleidung, haben wir den Pflanzen da hinten zu verdanken, als Primärproduzenten. Und der Tatsache, dass es Biologen wie Julius Sachs, Charles Darwin und andere Giganten der Wissenschaftsgeschichte gab, die ihr Leben dafür geopfert haben, diese Erkenntnisse, die wir heute alle nutzen, letztlich zustande zu bringen. Und auch die Immunschwächekrankheit Covid-19, verursacht durch diese neuartigen Wuhan-Viren, SARS-CoV-2, die vermutlich über Fledermäuse übertragen worden sind, also mir sind keine anderen und besseren Belege bekannt, selbst hier profitieren alle Menschen von den Erkenntnissen der politisch neutralen, wertfreien Naturwissenschaften. So, Biogeografie ist ein ganz wichtiger Punkt. Geografische Verbreitung der Tiere auf der Erde sind ein ganz klarer Beleg für die Tatsache der Evolution. Wären alle Lebewesen erschaffen worden, wie es eben die Kreationisten, wahrscheinlich auch die Sozialkonstruktivisten glauben, dann hätten wir keine spezifische Tierwelt auf Madagaskar. Ich habe selbst Egelarten aus Madagaskar erforscht mit Kollegen zusammen und da kann man wunderschön zeigen, dass in Jahrmillionen diese regenwurmartigen Ringelwürmchen Anpassungen an ihre Wirtsorganismen gezeigt haben, die nur im Lichte der Evolution verständlich sind. Es gibt keine Fauna in Australien, keine Tierwelt in Australien und so weiter. Und die Sonnenblumen, die Sie da hinten sehen, die aus Südamerika kommen, als domestizierte Varianten heute überall stehen auf den Feldern, wären auch nicht existent ohne die Erkenntnisse des Schmuddelbegriffs Evolution. So, natürliche Selektion, Adaptation und Darwins Dilemma. Ich komme jetzt in den letzten Minuten zum Highlight dieser vierten Darbietung. Haben Sie schon mal gewundert, wenn Sie einen Maulwurf sehen? Maulwürfe sind hochgradig an ihre Umwelt adaptierte Kleinsäuger. Und wenn Sie Maulwürfe mal genau angucken, toten Maulwurf mal beobachten oder mal studieren, dann ist der Maulwurf vorne ein Grabtier und hinten ein Lauf,
Lebewesen. Hinten laufen, vorne graben. Sieht aus wie ein Clown aus dem Zirkus. Ganz verrücktes Skelett allein schon. Augenverlust und so weiter. Wie wollen Sie jetzt diese Anpassung an diese unterirdische Lebensweise verstehen? Verlust der Augen, vorne Grabschaufeln, hinten noch laufen wie ein normales Landwirbeltier, sag ich mal. Das können Sie nicht über intelligentes Design oder irgendwelche Schöpfungsakte Gottes verstehen, sondern als Anpassung an diese spezielle Umwelt. Und es sind Bauplan-Zwischenformen, das kommt auch noch dazu. Dann haben wir natürlich die Anpassungen von Tieren an Umweltfaktoren wie Temperatur, Windgeschwindigkeit, Raubfeinde. Gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Inselbewohnende Insekten können da angeführt werden. Dann haben wir zum Beispiel bei den Wirbeltieren Flugfische, den Wallace-Flugfrosch, die Flugechse Dracovolitans und auch Flughörnchen. All diese Arten haben das Vermögen, unter dem Raubfeinddruck entwickelt. Wer wegfliegen kann, wird nicht gefressen. Wichtig sind Höhlenfische als Beispiel für enorme Anpassung an Extremverhältnisse. Diese Tiefseefische, da gibt es ganz, ganz viele spezielle Anpassungen, die wir eben hier ausführlich darlegen könnten. Sie sind auf Seite 66 beschrieben. Dann haben wir natürlich die sieben Halswirbel der Säugetiere, Mensch, Giraffe und auch bei Walen ausgebildet. Den Verlust des Zellkerns innerhalb der roten Blutkörperchen, Erythrozyten, als Anpassung an die hohe Stoffwechselrate der Landwirbeltiere. Und viele andere Phänomene. Ich komme jetzt auf Darwins Dilemma zu sprechen, nämlich, welche Dinge konnte Darwin gerade nicht erklären? Das ist das Folgende. Das sind die folgenden Dinge. Zum einen war Darwin völlig unklar, wo sind die Zwischenformen? Fossil erhalten. Warum treten im Kambrium plötzlich innerhalb weniger Jahrmillionen diese Basistypen vieler späterer Lebewesen hervor? Wie funktioniert überhaupt die Vererbung? Darwin hat eine Vererbung erworbener Eigenschaften angenommen. Was sind überhaupt Arten? Darwin hat sich nirgendwo festgelegt. Ganz wichtiger Punkt. Wie kommt es zur Vervielfachung der Arten? Wie alt ist die Erde? Wie können überhaupt komplexe Lebensformen entstehen? Und warum gibt es heute noch sogenannte primitive Organismen wie Einzeller? All das können wir als Darwins Dilemma zusammenfassen. Das habe ich auf Seite 70 auch exakt beschrieben. Und wir werden in der nächsten Vorlesungsstunde dann die Weiterentwicklung der Darwinschen Theorien hin über den Neodarwinismus zur synthetischen Theorie der biologischen Evolution vorstellen. Dann wird es allerdings komplexer. Wir müssen mehr Fachbegriffe einführen, die Darwin nicht gekannt hat. Da wir aber die Evolutionsbiologie als Ganzes hier thematisieren, freue ich mich darüber, dass Sie das nächste Mal dabei sein werden, wenn dann Neodarwinismus und synthetische Theorie auf der Tagesordnung stehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Musik